Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses Produkt von der Firma Heidmann und zwar ist es neu auf den Markt gekommen, ein Milchsystemreiniger. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, wenn ihr einen Vollautomaten zu Hause habt, das Problem, dass ihr euren Milchbehälter und die dazugehörigen Teile eben regelmäßig reinigen müsst. Sonst gibt es da so einen richtigen Milchstein nennt sich das oder so Milchablagerungen und die gehen dann ganz schlecht wieder raus, gerade auch hier aus diesen Schläuchen und so weiter und so fort. Und da hat sich die Firma Heidmann jetzt eben gedacht, da macht man ein neues Produkt und zwar diesen Systemreiniger und der soll dafür sorgen, dass hier eben schonend die ganzen Teile gereinigt werden. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. Hier steht drauf, ein Teilstrich 50 Milliliter auf 500 Milliliter Wasser. Also da muss jetzt noch 50 Milliliter Wasser, 50 Milliliter von diesem Reiniger rein. Und dann geht man das hier, die Lösung dann in diese Milchkaraffe rein. Und dann lasse ich das Reinigungsprogramm eben hier von der Maschine laufen. Und ihr seid damit live dabei. Nachdem das Ganze durchgeführt wurde, soll man dann die aufgefangene Flüssigkeit aufbewahren und dann die Teile darin eine gewisse Zeit lang eben einweichen lassen und dann mit klarem Wasser abspülen, sodass das eben dann alles gelöst wird. Dann fangen wir mal an. Geben wir jetzt hier von diesem Mittel 50 Milliliter. Ich weiß gar nicht, wo sind die Teilstriche? Ach, seitlich haben wir hier so eine Skala. Und da müssen wir jetzt halt so viel einfüllen, dass bis zu diesem Teilstrich dann eben nichts mehr drin ist. Muss man mal schauen. Nicht, dass man zu viel reingibt. Ich glaube, das war's schon. Lässt sich jetzt hier im Licht schlecht sehen. Ein bisschen können wir noch reingeben. So, das sollte genügen. Also dann reicht es eigentlich für 1, 2, 3, 4 Anwendungen. Könnt ihr damit machen, dann mit diesen 250 Milliliter. So, und jetzt geht man das hier zum, also ihr seht, ich habe da vorhin noch Cappuccino gemacht. Gehen wir das hier bis zur maximalen Füllmenge ein. Ach, das sind sogar 500 Milliliter, seht ihr? Also, das passt soweit. Dann das hier drauf. Den Milchbehälter da rein schieben. Wenn es so geht hinter der Kamera. Ah doch, jetzt geht's. Auffangbehälter rein. Das hier raus. Und dann soll es auch schon losgehen. Dann sollte er mit der Reinigung beginnen. Er heizt kurz auf. Zack. Das stellen wir mal dahin. Das dann auch. Und jetzt geht's schon los. Hört sich das bei euch auch immer so an? Das seht ihr schon. So, das war dann Nummer 1. Und das müssen wir jetzt so lange wiederholen, bis die ganze Karaffe hier leer ist. Jetzt ist er fertig. Also ihr seht, die Karaffe ist leer. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Mal durchspülen, aber jetzt möchte ich euch nur noch zeigen, was der da so rausgeholt hat. So sieht es jetzt aus. Also alles komplett milchig. Diese Rückstände hat der Reiniger jetzt da rausgeholt. Ist also schon ziemlich heftig. Wir reinigen ja die Karaffe ständig. Gut, jetzt haben wir natürlich vorhin auch Cappuccino gemacht. Da sind natürlich jetzt noch mehr Rückstände drin gewesen, aber dass das natürlich gleich so aussieht, ist schon heftig. Gut, jetzt wie gesagt, jetzt leeren wir das wieder da rein und legen die ganzen Teile in diese Lösung mit ein. Also die ganzen Einzelteile da reinlegen.
So, das kommt jetzt alles rein, auch der Schlauch natürlich. Den Behälter, den tue ich dann nachher rein. Das können wir auch noch mit reinnähern. Und jetzt mache ich kurz Pause. Und wenn die dann alle eingeweicht sind, möchte ich euch dann nochmal zeigen, was da rausgekommen ist. Bis gleich. So, also die Teile sind jetzt lange genug hier in der Lösung drin gewesen. Die holen wir jetzt alle raus. Stellen wir mal hier drauf. Die sind jetzt nochmal alle sauber und gereinigt. Da hat man also wirklich gesehen, was da weggeht. Und ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich leere es jetzt nochmal hier rein. Es gibt bloß immer ein bisschen Sauerei. So, das ist jetzt das Ergebnis von der Reinigung. Also, das war mal klares Wasser und jetzt sieht es so aus. Also, sollte man auf jeden Fall ausprobieren, mal diesen Mischsystemreiniger. Dann macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß, neue Mischschaum zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Und dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!